Egon und das achte Weltwunder. Ich begrüße im Studio sehr herzlich Gunter Schoß. Herr Schoß, vor 30 Jahren haben Sie den Egon Brümmer gespielt und soweit ich weiß, war das Ihre erste große Filmrolle? Ja, war mein erster großer Film. Ich war ja noch in der Ausbildung im Nachwuchsstudio. Das Studio, in dem im Fernsehen junge Schauspieler ausgebildet werden sollten, befand mich gleichzeitig noch in einem Arbeitsverhältnis als Werkzeugmacher im damaligen VRB Schreibfedernfabrik und wurde durch Christian Steindke zu Probeaufnahmen bestellt nach Babelsberg. Es standen eine Vielzahl Kollegen vor der Kamera. Den entscheidenden Satz hat dann wohl Kurt Jung-Alsen gesprochen, der Mentor der ganzen Angelegenheit war. Aber ich war nicht der Einzige, der das erste Mal vor der Kamera stand, sondern es war die Traudel Kulikowski genauso. Es war auch Christian Steinkes erster Film. Es war Roland Greves erster Film als Kameramann. Und auch alle anderen Beteiligten, zum Teil Laien und auch zum Teil die kleineren Rollen, waren ebenfalls Schauspieler, die das erste Mal vor der Kamera standen. Das war ein Milieu, also ein junger Arbeiter, der in die Wische fährt, also im Film heißt es wohl die Wiese. Ja, das war so. Leicht verfremdet, ja. Um sich dort zu bewähren, um Brigadier zu werden. Das ist ein Milieu, das Ihnen nicht ganz unvertraut war. Ich gehöre ja auch dieser Nachkriegsgeneration an, die aus diesem Milieu kam. Ich bin nicht aus dem Kriminellen, aber ich meine, ich bin auch ohne Vater groß geworden. Ich kannte die Sprache dieser jungen Leute und ich war damals Werkzeugmacher und war aus Dresden gekommen, weil mein Berufswunsch, Flugzeugmotorenbau zu studieren, nicht aufgegangen war. Ich bin auf Umwegen dann zu diesem Beruf gekommen und habe Gemüse gefahren in Berlin und habe in einem Formbau gearbeitet, habe gedrechselt und weiß ich was alles gemacht. Alles das hat natürlich sicherlich auch dazu beigetragen, um die Figur zu formen, um die Sprache so einer Figur zu finden, den Habitus dieser Figur zu bedienen. Ich glaube, wer über 40 ist oder so um die 40 und eine DDR-Vergangenheit hat, der kennt den Titel Egon und das achte Weltwunder. Das ist ein junger Mann, der aus dem Knast kommt und dann doch also nicht viel mehr im Kopf hat als die Musik und die Mädchen und doch ein richtiger Filmheld ist. Ja, fast so bekannt wie Tarzan. Ne? Ja. Ich glaube, dass der Wohlgemut eine Figur geschrieben hat, die einfach filmisch gut umsetzbar war, weil das eine Figur war, die, mit der man sich identifizieren konnte, der Zuschauer zumindest. Und na gut, der Schauspieler natürlich auch. Und in den 80er Jahren, glaube ich, wäre eine solche Figur, eine solche Geschichte ganz schwer durchsetzbar gewesen. Insofern war ich doch erstaunt, was so 1964 oder 1963 im Fernsehen versucht wurde und ja doch mit einigem Erfolg, wie sich gezeigt hat. Ja, es war sicherlich alles noch nicht so fest oder verfestigt zur damaligen Zeit. Wir waren ja alle selber noch sehr, wir wussten alle noch nicht, wo das hingeht. Und wir waren ja junge Leute, die glaubten, dass wir eine gerechtere Gesellschaft aufbauen. Wir sind ja gebraucht und natürlich auch missbraucht worden in irgendeiner Art und Weise. Aber das Entscheidende ist gewesen, oder für mich natürlich auch, dass ich geglaubt habe, aus dieser Nachkriegsgeneration, aus der ich stamme, dass wir eine gerechtere Welt aufbauen. Und geprägt durch diese Zeit, durch unser Elternhaus, durch die Umstände, durch diese Stadt auch, muss man sagen, aus der ich bin ja Berliner, die ja damals eine geteilte Stadt war und man kannte auch den anderen Teil der Stadt natürlich sehr gut. Dort fand was statt, was hier nicht stattfand. Andererseits als aktiver FDJler immer bereit, also dem Klassenfeind ins Auge zu schauen und mit Flugblattaktionen in West-Berlin vorstellig zu werden. Also es ist eine Zeit gewesen, wo das alles nicht ganz so ernst genommen wurde. Ich habe eben die Realitätsnähe angesprochen, aber man kann natürlich auch finden, dass die Geschichte geschönt ist. Alle wollen immer dasselbe, alle wollen den Aufbau der DDR mit allen, um fast jeden Preis. Und Egon läuft, obwohl er gerade aus dem Strafvollzug kommt, ist er doch ganz lieb und will jeden Morgen pünktlich sein und hat immer ein weißes Hemd an, also so ein bisschen Muttis Liebling.
Ja, ist er sicherlich. Hat Sie das gestört? Nee, also als wir das gemacht haben, hat mich das nicht gestört. Ich meine, es gibt die Konstellation dieser beiden, der Christine, glaube ich, Christine heißt sie, glaube ich, ja. Also des achten Weltwunders, die ja wohl Arzttochter ist, und ich, der da aus einer ganz einfachen Familie kommt, ist sicherlich ein bisschen geschönt, und auch die Perspektive ist sicherlich ein bisschen geschönt. Aber als wir das gemacht haben, habe ich darüber nicht so stark nachgedacht. Gunter Schoß, ich danke Ihnen für das Gespräch.